Das Teil, das ist ein Klo. Und das könnt ihr ab jetzt benutzen. Und das ist mitten in der Fußgängerzone. Ihr seht es hier hinter mir. Das ist eine Litfaßsäule und da drin soll das Klo sein. Wir sind hier mit dem Team von Polaris. Das ist der Raffi und das ist der Klaas. Und die machen jetzt einen Beitrag für unsere Fernsehsendung, die übrigens auf Frankenfernsehen läuft. Und da gibt es dann einen ausführlichen Beitrag über das neue Klo. Folgendes. Jetzt gibt er nicht so viele Anweisungen. Okay. So, hier sind wir jetzt in dem neuen Klo. Ist ganz schön eng. Ist die Tür noch offen? Schauen wir mal, wie das vom Licht auf das Licht anbleibt. Wir machen jetzt einen GoPro-Test, den ihr dann auch gleich im Video sehen werdet. Leute, wir haben jetzt die GoPro drin. Aber die Tür geht nicht mehr auf. Da steht außer Betrieb. Also ich glaube, wir haben sie geschrottet. Die Lage hat sich immer noch nicht geklärt, da steht immer noch außer Betrieb, das heißt, wir haben die Toilette wahrscheinlich echt kaputt gemacht. Es ist jetzt schon fast eine Stunde oder eine halbe Stunde vergangen, die Toilette geht immer noch nicht auf. Ja, was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Also der Raffi hat ein paar Passanten befragt, was sie von der Toilette so halten. Weil manche sagen, es dämmt das Problem ein von diesen Wildpinklern in der Stadt und gibt natürlich auch noch eine Möglichkeit für die Nutzung öffentlicher Toiletten hier in der Innenstadt. Wenn ihr auch eine Meinung habt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentarbox. Die Toilette ist immer noch außer Betrieb, wir kommen nicht rein, unsere GoPro ist immer noch da. Deswegen packen wir jetzt sie zusammen. Ja, und das war's dann, würde ich mal sagen. Wortwörtlich ein Griff ins Klo.